Über 20.000 Kinder aus mehr als 300 Schulen. Tendenz steigend. Ein Tischtennis-Rundlaufturnier für die Schuljahre 3 bis 6. Das ist der Tischtennis-Milchcup. Der Tischtennis-Milchcup ist die einzige Breitensport-Schulveranstaltung. Mitmachen kann jede und jeder. Deshalb stehen das Miteinander und der Fairplay-Gedanke im Mittelpunkt. Mit ihrer Mannschaft. Welche Mannschaft ist das? Wir sind die Viktoria-Schule aus Aachen. Also wir sind schon, glaube ich, seit 8, 9 Jahren mindestens dabei. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir zum 4. Mal sogar hier bei der Landesmeisterschaft sind. Also diese Klassenmeisterschaft, die sehr spannend ist halt. Und was war der beste Platz bisher? Wir sind vor 4 Jahren Erster geworden mit unseren Jungs. Erster? Ja, aber schon mal gesagt, aber das ist sehr selten. Da muss man schon echt gute Leute haben. Es geht ja eigentlich mehr darum, Spaß zu haben, dass alle mitmachen können. Und das Schöne ist zum Beispiel bei so einem Turnier wie hier, wir haben von unseren 5 Mädels eine in der Mannschaft, der Rest hat noch nie im Team gespielt. Und die Emotionen, ja, in anderen Schulen zu spielen, die Spannung mit allen drum und dran, das kann man im Sport erleben. Das ist schön, dass eben Leute, die gar nichts mit Sport zu tun haben oder sagen wir nicht im Verein sind, sowas erleben können. Das ist natürlich grandios. Ne? Und jetzt geht es gerade darum. Ja, wir wollen auf jeden Fall auch gewinnen. Man kann einfach mit Freunden zeigen, was man drauf hat und das macht einfach Spaß. Ja. Wir lernen halt auch mehr in der Mannschaft zu spielen, Tischtennis halt zu lernen. Also ich find's gut, weil man hier halt auch als Team spielen kann und weil es halt auch Spaß macht. Gespielt wird in reinen jungen oder gemischten Teams. In den Klassen 5 und 6 gibt es auch reine Mädchenmannschaften. Teilnehmen dürfen Vierermannschaften, die sich aus Schülern einer Klasse zusammensetzen. Der Sieger des Schulturnieres vertritt die Schule dann beim Bezirksturnier. Die Sieger dort erreichen das Landesfinale. Also wenn Sie sich hier umsehen, diese Lebhaftigkeit, diese Begeisterung für den Sport und das Ganze noch zu verbinden mit gesunder Ernährung, mit Milch und allem, was Sie hier sehen, ist einfach großartig. Das Besondere ist, dass die Kinder das Tischtennis im Team spielen. Das heißt, 4 Leute auf einmal am Platz sind, man kann das mit seinen Freunden spielen und ist weniger auf die Eigenleistung angewiesen. Das machen wir sehr gerne und das ist auch eine gute Gelegenheit, um Kinder an Tischtennis heranzuführen. Bei der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen. Wir sind Ausrichter, Organisator des Milchcups. Seit 12 Jahren findet der Milchcup hier statt. Jährlich rund 20.000 Kinder, die daran teilnehmen, NRW-weit, von der 3. bis zur 6. Klasse. Unser Ansinnen ist es, gesunde Ernährung mit Milch und Milchprodukten und Sport zusammenzufügen, weil beides sich gegenseitig ergänzt im Sinne unserer Kinder. Angabe immer diagonal. Angabe Wiederholung ist bei Netzangabe, falsche Fälle oder wenn er so hoch angeht. Wo es keine Wiederholung gibt, wenn der Ball im Netz hängen bleibt und die Platte rausgeht oder ihr am Angabe vorbeischlagen. Ansonsten aufpassen im Spiel, wenn die Hand auf der Platte ist, ist der raus, der geschlagen hat. Alles klar? Jetzt hängen bleiben. Okay, können wir aufstehen. Beim Tischtennis-Milchcup stellen sich 2 Vierermannschaften gegenüber auf und spielen nach den bekannten Rundlaufregeln. Wer einen Fehler macht, scheidet aus. Die Mannschaft in den Sieger einer Runde, dem sogenannten Satz, stellt, gewinnt einen Punkt. Nach 3 Satzgewinnen hat das Team gewonnen.
Tischtennis Milchcup wird in NRW von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft in Kooperation mit dem Landwirtschaftsministerium, dem Schulministerium und dem Westdeutschen Tischtennisverband durchgeführt.